22.08.2018. Herzlich willkommen zu einem neuen Bitcoin Update auf dem Kanal. Ich wurde heute des Öfteren gefragt, was ich denn von der aktuellen Lage und von dieser sogenannten Manipulationskerze halte. Wir schauen uns das Ganze heute konkret an, ob ich denn auch auf diese Verschwörungstheorien aufspringe, die jetzt eben schon im Netz kursieren. Ich will das Ganze heute wirklich kurz und kompakt halten, da es hier wirklich nicht so viel zu erklären gibt. Aber ich erkläre euch oder ich sage euch ganz kurz, was ich von der Lage halte und was ich eben denke, was passiert ist und konkret, wie ich mich auf die nächsten 24 Stunden vorbereite, bis wir die ETF-News erhalten. Um das Ganze generell mal zu erklären, was ist gestern Nacht schon wieder passiert im Kryptomarkt. Wir hatten die BitMEX Exchange, also eine Trading Exchange, die eine extrem hohe Liquidität hat. Diese Exchange hat eine Wartungsarbeit angekündigt zwischen 1 Uhr morgens und ich weiß nicht genau, wann die Enduhrzeit war. Das heißt, wir hatten in diesem Zeitraum sehr viele Trader, die im Markt waren und ihre Positionen bestimmt nicht geschlossen haben und eben ungeschützt in dieser Lage waren. Wir hatten jetzt auf der anderen Seite sehr viel Content Creator auf YouTube und auf anderen sozialen Netzwerken, die bei solchen Ereignissen ziemlich schnell wieder ihre Verschwörungstheorien auspacken und von irgendwelchen Kartellen sprechen oder eben davon, dass eben die Börsen dafür selber verantwortlich sind. Ich möchte euch jetzt konkret sagen, was hier meiner Meinung nach passiert ist. Es ist natürlich ganz logisch. Wir hatten gestern die Lage, dass wir ein neues All-Time-High oder auf ein neues All-Time-High, besser gesagt, an Shorts zurasten. Und wir hatten dann noch die Nachricht, dass BitMEX, wo extrem viele Retail-Trader im Markt sind, also Short im Markt sind, eine Wartungsarbeit hat. Wir haben auf der anderen Seite Whales und Institutional Traders auf anderen Exchanges, vor allem Bitfinex. Bitfinex hat auch extrem viele Whales, die das Ganze wissen. Und die wissen erstens, wir haben extrem viele Shorts im Markt. Zweitens, wir haben sehr viele Retail-Trader, die sicherlich nicht ihre Positionen geschlossen haben und auch nicht sich entsprechend abgesichert haben, weil die einfach davon ausgehen, und das ist immer das Sentiment von Retail-Tradern, dass sie erst im Nachhinein Manipulation schreien, anstatt sich vorher entsprechend abzusichern. Dritter Punkt, wir hatten irgendwelche Tether-Prints, auf das gehe ich jetzt auch nicht konkret ein, weil das wäre dann wieder zu ominös. Was ich gesehen habe, war, dass auf Bitfinex direkt eigentlich nach dieser BitMEX-Wartung, nachdem man nicht mehr auf den Server kam, eine riesige Buy-Wall kam und auch extrem viele Market-Buys von wirklich etlichen Bitcoins. Das heißt, während dieser asiatischen Trading-Session, weil das war ja gestern Nacht in der Zeit, weil ich denke, New York war in dieser Zeit nicht mehr am Markt, also New York Smart Money und auch natürlich Europa nicht um 1 Uhr morgens, das war von Asia, also von der asiatischen Trading-Session aus, sorry, wurde da halt konkret versucht, diese Shorts zu trappen. Das heißt, diese Shorts gefangen zu halten, damit diese Shorts liquidiert werden oder eben dort oben im starken Minus sind. Das Ganze sieht man auch im Hintergrund, im Chart, auf dem Chart, die Shorts sind zu diesem Zeitpunkt genau um 10% gedroppt. Und das war auch schon meiner Meinung nach die ganze Geschichte, die passiert ist. Simple und keine Verschwörungstheorie, kein Aluhut, simples Marktverhalten. Smart Money weiß, was passieren wird, wenn die Börse down ist, was macht man, man pumpt den Kurs und hat dann eben einen schnellen Profit, weil eben die meisten Leute auf BitMEX getrappt sind. Wir haben jetzt auch die Lage, dass wir jetzt eigentlich in einer größeren Range sind, wenn wir uns das so ansehen. Ich switche jetzt nochmal auf den Coinbase-Chart, wenn der Coinbase-Chart ein wenig besser aussieht. Konkret haben wir jetzt wieder hier Resistance gefunden, wo wir eben diese Range geformt haben. Wir hatten einmal, zweimal Resistance, das Ganze kam da auch schon von hier hinten eigentlich. Wir hatten hier Support, Resistance, Resistance, Support, Resistance und jetzt starke Resistance. Logischerweise extrem wichtige Zone. Die nächsten 24 Stunden werden für mich extrem hart, weil ich absolut keine Coins angreifen will in dieser Zeit. Ich habe heute noch WeChain gescalpt, aber ich werde mich jetzt aus dem Markt zurückziehen, weil ich das Sentiment mit dieser News basierten Entscheidung überhaupt nicht mag. Es wird extrem viel schon wieder hochgehypt. Wir hatten jetzt diese BitMEX-Sache. Es ist extreme Volatilität am Markt und ich würde euch auch empfehlen, nichts zu machen, bevor wir, wie gesagt, gestern im Video schon keine Confirmation haben, was passieren wird. Wir wollen abwägen, was morgen passiert wird nach der Entscheidung, was eben entschieden wird und wir haben danach noch etliche Möglichkeiten, auf den Zug aufzuspringen. Ihr braucht nicht zu kaufen, wenn wir hier sind, in einer Range, wo ihr dann möglicherweise Gefahr läuft, dass ihr natürlich wieder etliches verliert, wenn wir auf die untere Range zulaufen, auf 5.800. Wir wollen, dass eben
das newsbasierte Ereignis als Katalyst einen Run oder einen Drop auslöst. Und wenn wir das sehen, dann sitzen wir in der Seitenlinie, haben absolut keine Panik und absolut keinen Stress, in den Markt zu kommen und suchen uns die Einstiege. Das heißt, wenn wir nach oben ausbrechen, werden wir irgendwo Resistance finden, bestimmt in diesem Bereich, 7700, was ich jetzt eh wieder ziemlich unwahrscheinlich halte, hier auch, in diesem Low noch, 7000 wäre auch noch stark Resistance. Und sobald der Kurs retraced, können wir einsteigen und den nächsten Ride nach oben mitnehmen. Genauso gut, wenn es FAT gibt, werden wir hier unten brechen und wir werden den Retest zählen, wenn wir auf 5800 kommen. Ich würde sagen, das reicht für dieses kompakte Update. Ich habe wirklich kurz das Verlangen gespürt, mich zu diesem Thema zu äußern, da wirklich sehr viel Hokuspokus wieder herumgeistert. Glaubt wirklich nicht alles, was immer aufgebracht wird. Es ist wirklich weniger komplex, wie es dargestellt wird. Wie gesagt, Smart Money treibt jeden Markt an, egal ob es Forex ist, Gold, Aktien, Krypto. Wenn es solche Möglichkeiten gibt, dann wird natürlich geschaut, diese Möglichkeiten zum eigenen Profit zu nutzen. Mehr war da auch nicht. Ich weiß nicht, was man da jetzt großer Manipulation sehen kann. Und ich würde sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Euer Technik Crypto.